Ich wollte jetzt eigentlich schon wieder rausgehen, aber ich bin jetzt nochmal an dem Gucci-Hoodie vorbeigekommen und ich finde den einfach so mega lit, dass ich mir jetzt ein Large und ein X-Large-Modell bringen lasse. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich da heute in Manchester, in einem der größten Einkaufszentren und wir haben richtig litte Shops am Start und wir werden einfach mal gemeinsam schauen, was es da alles gibt. Los geht's, folgt mir einfach. Leute, Off-White-Jacke, Off-White-Hose. Das Shirt ist auch von Off-White, mega cool. Ich sehe da schon Stone Island. Feier ich natürlich überhaupt nicht, das habe ich euch eh schon gesagt, aber die haben da einfach auch Babe, also das ist auf jeden Fall ein richtig nice Store. Schaut sich das mal an. Einiges von Babe, oha, Babe macht kurz am Westen, auch mal was ganz Neues, schaut mega, mega lit aus. Ich weiß zwar nicht, ob der Schnitt so genial ist wie bei meinem Shirt, aber wir schauen auf jeden Fall mal weiter, denn da hängt auch noch einiges von Babe. Schaut hier mal, also wirklich, wirklich viel in allen Farben haben die es hängen, auch von Kollektionen, die eigentlich schon ausverkauft sind. Also ich frage mich, in welch litem Store ich da gelandet bin. Ich werde jetzt einfach mal stöbern. Oh, Comme des Garçons. Übrigens, mein Französisch ist furchtbar schlecht. Also das hat man auch bei dem Video gemerkt, wo ich nicht Vêtements, sondern Vêtements gesagt habe. Vêtements. Auch eine mega coole Marke, die aber noch nicht so bekannt ist, ist Boy London. Vielleicht ein paar von euch kennen die vielleicht. Auch wirklich, wirklich sehr nice. Eine Marke, die so ziemlich jeder anders ausspricht, ist Stussy oder Stussy, wie einige sagen. Und hier. Auch sehr, sehr cool. Eine Goldgrube, Freunde. Also mal schauen, ob ich was Geiles finde. Billionaires Boys Club. Auch sehr cool. Wirklich richtig Liter Stuff am Start. Ja. Hier, Freunde, Off-White Kicks am Start. Feier ich persönlich nicht so. Ich mag die Off-White in der Kollabo mit Nike um einiges lieber. Aber rein um zu sehen, was es hier alles gibt. Givenchy-Schuhe. Die sehen aus wie Balenciagas, aber ich glaube, das sind die neuen Fendi, kann das sein? Ja, ja, fix, das sind Fendi. Gucci Slides, Givenchy Slides, sehr, sehr cool, was es hier alles gibt. Alexander Wang am Start. Und hier, Freunde, sind wir jetzt bei Balenciaga. Also wir sehen schon die Balenciaga Triple S in der Größe 45. Nur um das ganz kurz zu zeigen, ich habe 43er Yeezy an. Also ein unglaublicher Unterschied, das ist andere Liga, Freunde. Hier in mehreren Farbvariationen. Ich finde, am ehesten geht noch der. Ich finde, das ist so vom Aussehen her der noch annehmbarste. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsschuh von Balenciaga und das ist der Speed Trainer. Hier in einem Neon-Orange. Neon-Orange. In einem Neon-Gelb. Mega, mega flashig. Wenn ich so ein bisschen zurückgehe, dann seht ihr, wie flashig der ist. Hier haben wir noch weitere Varianten vom Speed Trainer. Finde ich auch sehr, sehr cool. Allerdings gefällt mir nicht, dass die Sohle nicht durchgehend weiß ist, sondern wir hier so schwarze Akzente haben. Und das BB gefällt mir auch nicht so. Also wenn hier Balenciaga so leicht fein und zurückhaltend steht, finde ich es um einiges cooler. Hier auch noch Balenciaga. Das ältere Modell schon. Und hier das ganz, ganz neue Modell mit den Schnürsenkeln. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, ob ihr dieses Modell feiert. Ich bin mir nicht so sicher, ich mag es eher cleaner, ohne Schnürsenkel und wirklich so wie ein Socke. Hier natürlich auch am Start Giuseppe Zanotti, finde ich einfach ein Proletenschuh. Dieses Modell, das finde ich zum Beispiel selten hässlich. Die Gucci-Schuhe mit der typischen Schlange drauf finde ich sehr, sehr cool. Auch hier so einen leichten Schlangenleder-Touch finde ich sehr, sehr cool. Den Rest feiere ich persönlich jetzt nicht so. Diese, ich glaube die oder nein, die hier, die hat sich Logan Paul gekauft, seine Gucci Slides. Ja, außer witzig, eigentlich nur mehr witzig. So Leute, jetzt sind wir bei Gucci. Hier einige Pieces am Hängen. Allein dieses Shirt hier kostet 380 Pfund für ein stinknormales Gucci-Shirt mit einem Hasen drauf, den ich eher fragwürdig finde. Sonst hängen hier auch noch einige Pieces, natürlich alles mega teuer, ist eh klar. Hier nochmal extra befestigt mit so einem Stahlseil, damit auch niemand was klauen kann. Balenciaga, hier haben wir einen Balenciaga-Rucksack. Also jetzt kommen wir, jetzt sind wir schon langsam schon richtig. Mal schauen, wie es hier noch weitergeht. Okay Leute, jetzt sind wir richtig, wie ihr hier schon seht. Und wenn wir einen Blick nach drüben werfen, dann sind wir hier bei der Off-White-Abteilung. Also man kann es hier schon eindeutig erkennen, dass wir hier bei Off-White sind. Richtig, richtig coole Sachen. Allein dieses Flanellhemd mit dem Check-Shirt finde ich wirklich mega cool. Das ist jetzt die neue, ganz neue Kollektion von Off-White. Hier auch mit den Pants und dem Shirt. Man sieht ja, Off-White verzichtet mit diesem Shirt dann schon auf dieses klassische Kreuz, das sie hinten haben. Und hier, das ist eine Gore-Tex-Hose von Off-White.
Die erste, soweit ich weiß, Product Testing steht hier nochmal, schaut wirklich mega lit aus. Die Frage ist halt, wie oft brauchst du in deinem Leben eine Gore-Tex-Hose? Wow, Camouflage hier hinter euch. Auch sehr, sehr cool. Alles von Off-White. Das ist der neue Pulli, aber der schaut mir schon nach Frauen aus, weil der, entweder der ist wirklich mega klein. Nein, okay, da sind wir bei der Frauenabteilung. Wow, und den Hoodie habe ich schon auf Instagram gesehen, den finde ich mega, mega geil. Sehr, sehr dünn, ist eigentlich ein Longsleeve, kein Hoodie, aber ich feiere diesen Farbenverlauf hinten. Schaut euch diese Farben an, richtig, richtig genial. Yeezy, hier haben wir die Season 6, alles wieder in so Cremetönen, Ockerfarben, Grau, Schwarz, Blau haben wir hier. Das ist halt klassisch Kanye. Jetzt nicht so mein Fall, aber preislich natürlich ein Wahnsinn. Also hier liegen wir teilweise, okay, 200 für einen Pullover geht eigentlich. 200 Pfund sind circa, ja, das sind so 220, 230 Euro so um den Dreh. Geht eigentlich. Die Farbe finde ich ziemlich nice. Weiter geht's hier mit D-Square. Ganz klassisch mit diesem Icon-Zeichen, das wirklich auf jedem Piece auch drauf ist. Ist jetzt nicht so mein Fall, ist natürlich sehr, sehr plakativ. Muss man bei Off-White natürlich auch sagen. Aber nicht so mein Fall einfach. Hier haben wir die Kappen, die ja so ziemlich jeder deutsche YouTuber aufhat. Auch nicht so wirklich mein Fall. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich irgendwo noch Balenciaga finde, weil bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was mich persönlich so anspricht, dass ich sage, okay, das gebe ich jetzt 300, 400, 500 Euro aus. Aber vielleicht kommt das ja noch. Viel von Balenciaga haben sie nicht hier, deswegen bin ich auch so oft vorbeigerannt. Sie haben jetzt echt nur dieses rote Shirt, das ich gleich mal anprobieren werde, weil ich es ganz cool finde. Die rote Kappe, diesen hässlichen Schuh. Ich meine, wir haben drüben schon ein paar andere Schuhe gesehen. Und diesen, ja, 0815 Pullover, jetzt gar nicht mein Fall, aber wow, aber den Gucci Pullover in rosa finde ich mega lit. Den finde ich extrem cool. Ich meine, den werde ich mir vermutlich nicht, auch mit dem Drachen hier, halt die Fresse. Schaut wirklich genial aus, Wahnsinn. Okay, ich werde mir den vermutlich nicht leisten, denn ja, okay, wir sehen es jetzt schon am Preis. 880, das sind, ich schätze, um die 1100, 1200 Euro. Ich komme schon ins Überlegen, aber so viel möchte ich heute nicht ausgeben. Aber das Balenciaga Shirt werden wir auf alle Fälle mal anprobieren. Ist halt die Frage, gell? Das sind 235 Pfund, das sind circa, ich bin so schlecht im Rechnen, ich glaube um die 300 Euro. Für das, dass hier nur ganz klein Balenciaga oben steht, ist halt eine Frage, wie der Schnitt auch ist. Aber wir werden es jetzt auf alle Fälle mal anprobieren und dann einfach mal gucken. Okay, ja, vom Schnitt her ist nice. Vielleicht mit einer anderen Hose, mit der Adidas Palace Jogginghose, wirkt es jetzt nicht so, weil es unten relativ breit wird. Wenn du wirklich eine Slim Jean anhast, dann fällt es oben dann besser und es schaut dann einfach viel besser aus. So kommst du her wie so ein Klumpen oder halt Kanye West, der zieht sich öfter mal so an. Aber ja, ich finde es ganz cool, ich finde den Schnitt in Ordnung, ich habe mir hier jetzt ein XL-Modell geholt. Allerdings, ich weiß es nicht. Für 300 Euro, wir haben hier hinten auch gar keinen Print einfach. Wir schauen einfach mal weiter. Okay Leute, ich unterhalte mich gerade mit einem von den Employees. And he told me that Logan Paul was here yesterday. Yeah, he was here yesterday, man. And did he spend some money? I don't know, he just wanted to go see some Off-White stuff. Really? Off-White? Logan Paul is an Off-White fan, ja, logischerweise. Did he grab something? He actually got a Gucci. Den pinken Gucci. Logan Paul hat sich den geholt, also völlig zurecht. So Leute, ich. Ja, ich wollte jetzt eigentlich schon wieder rausgehen, aber ich bin jetzt nochmal an dem Gucci-Hoodie vorbeigekommen und ich finde den einfach so mega lit, dass ich mir jetzt ein Large und ein X-Large Modell bringen lasse. Und mal schauen, wie er sitzt. Einfach mal schauen, wie er sitzt. Schon geil. Guter Verkäufer hat mir jetzt gesagt, dass in Stock jetzt nichts mehr vorhanden ist. Jetzt haben wir gerade gecheckt, welche Größe diese Puppe anhat. Er hat dabei vor lauter, weil er so dringend wissen wollte, was das für eine Größe ist, das Gucci-Etikett zur Hälfte abgerissen. Also er will mir den Pulli unbedingt verkaufen. Leider ist der S. S passt mir gar nicht. Jetzt mal sehen. Ich bekomme jetzt X-Large. So, that's X-Large, right? Thanks. Okay, ich probiere jetzt mal den X-Large Hoodie an. Ich hoffe, dass der passt. Nein. Also ich habe es beim Anziehen schon gemerkt, der ist einfach zu groß. Das schaut aus, als hätte ich den Pullover von meinem großen Bruder angezogen.
Sehr, sehr schade. Ich hätte ihn mir auf alle Fälle geholt, weil allein hier, dieser Gucci-Aufdruck ist mega geil. Dann noch diese Stickerei mit dem Drachen, finde ich wirklich, wirklich genial. Der wird es leider nicht und das war auch das einzige Piece. Ja, nochmal ordentlich reinrotzen, bevor wir ihn wieder zurückgeben. Leute, ich habe jetzt nochmal mit dem Verkäufer gesprochen. Er hat mir gesagt, er versucht ihn nachzubestellen. So, you try to order it now, right? Ja, auch hier, large sold out. Also, impossible, dass der bis morgen kommt. Just in case I can't get through to you. Ja, my email address. Yeah. Wie ihr gehört habt, er ist ausverkauft, auch in anderen Stores. Sie versuchen es trotzdem. Ich habe ihnen jetzt meine Kontaktdaten dagelassen. Und sollte es funktionieren, dann werden sie mich morgen kontaktieren und sollte ich ihn bekommen, dann ist es jetzt auf alle Fälle fix, dass ich mir den hole. Weil der ist mega lit, Freunde. Er ist einfach wirklich mega lit. Allein diese Stickerei und der Druck auf der Seite, also got me. Got me like Logan. So, mal schauen, ob es funktioniert oder nicht. Let's see. Nö, keine Chance. Absolut keine Chance gehabt, den noch zu bekommen. Ich habe denen ja dann sogar noch meine Telefonnummer gegeben und habe gesagt, bitte meldet euch am nächsten Tag, ob es funktioniert oder nicht. Der hat mir dann auch noch geschrieben, dieser Gio. Ich blende es hier mal ein. Hi Max, hope you're good. It's Gio from Selfridges. Unfortunately, we didn't have a delivery today of the Gucci hoodie that you after, bla bla. However, we have received some Gucci X Major, bla bla bla. Guter Verkäufer, will mir noch irgendwas anderes andrehen, aber ich wollte einfach nichts anderes. Also, bei mir ist es immer so, wenn ich was sehe, das haben möchte und es dann nicht haben kann, dann ist es vorbei mit mir. Dann muss ich das einfach haben. So einfach funktioniert Marketing bei mir. Und ich wollte dann einfach nur mehr diesen Gucci-Hoodie haben. Dementsprechend hat mir nichts anderes mehr gefallen. Habe dann echt noch auf den nächsten Tag gehofft. Aber wie ihr selbst seht, hat es nicht geklappt. Aber Hauptsache, einen Tag später sehe ich in der Insta-Story von Logan, wie er seinen neuen Gucci-Hoodie in Paris rockt. Hat mich nochmal zusätzlich angefuckt, weil ich den wirklich wollte. Jetzt zurück in Österreich ist die Magie des Hoodies natürlich verflogen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man vor Ort ist und was haben möchte, es aber dann nicht bekommt, dann will man es zu Hause. Da hat man einfach keinen Bock mehr, da vergeht einem die Lust. Deswegen habe ich die 1000 Euro einfach anders ausgegeben. Das werdet ihr dann im nächsten Video noch sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das nächste oder das übernächste ist, aber ihr werdet es auf alle Fälle noch sehen. Wie hat euch das gefallen? Gefällt euch ein Shopping-Vlog? Vlogs werden ja immer öfter jetzt vorkommen auf diesem Kanal. Ich werde aber noch gar nicht so viel verraten, dann da. Egal, ich sage gar nichts weiter dazu. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Schreibt mir unbedingt eure Meinung zum Hoodie dazu. Es gibt bestimmt einige, die sagen, Pink ist extrem schwul. Schreibt mir das auf alle Fälle in die Kommentare. Liken nicht vergessen. Wenn du noch nicht abonniert hast, letzte Gelegenheit, Alter. Beim nächsten Mal bekommst du eine Verwarnung. Bis zum nächsten Video. Euer Maximilian. Schokolade.